Ja, Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder haben beschlossen, ab kommende Woche wird wieder hochgefahren. Ganz langsam. Merkel hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich öffne nicht, ich öffne nicht. Na gut, ich öffne. Ganz langsam. Ich meine, es ist ja so. Beide Seiten haben gute Argumente. Die Befürworter der Lockerung finden, das Leben muss doch weitergehen. Und die Gegner der Lockerung meinen, das Leben muss doch weitergehen. Deswegen hat gestern das ganze Land gespannt die Pressekonferenz erwartet. Und ich muss wirklich sagen, ich habe da auch gesessen, ich habe an den Nägeln gekaut. Ich habe mit einem historischen Moment gerechnet, also Minimum sowas hier. Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute die Ausreise aus Ihrer Wohnung bewilligt wurde. Ja, gut. Ganz so war es nicht. Klar, es ist Merkel, neben ihr saß Söder und die finden natürlich, das soll alles langsam geschehen, alles mit Bedacht. Kein falsches Vorpreschen. Nicht alles auf einmal. Äußerste Vorsicht. In Schritten arbeiten. Ganz behutsam. Leicht und schrittweise. Und dann werden wir in weiteren Schritten schauen, wie die Schritte wirken. Ja, wir machen das alles schrittweise. Der Lockdown wird in den kommenden Wochen ganz langsam zum immer lockerer Down, weil wir ja auch über Ostern alle brav waren. Deswegen hat uns Merkel auch noch mal gelobt. Wenn etwas wirklich Gutes entstehen soll in unserem Land, in Deutschland, dann ist das mit den Bürgern und durch die Bürger geschehen. Und dafür bin ich dankbar. Jo, gern geschehen. Mir ist es langsam etwas zu pädagogisch, muss ich sagen. Dieses Pädagogische, es ist penetrant. Es ist wirklich, also ich habe das Gefühl, es ist ein Lob, ein gezieltes Lob der Politik, um uns bei Laune zu halten. Geht es auch so, alle loben mich auf einmal. Immer dieses Gelobe, auch zum Beispiel von Lothar Wieler, dem Chef des Robert-Koch-Instituts. Die Disziplin, die wir in den letzten Wochen gehalten haben, die sollten wir weiterhalten. Umso schöner wird die Belohnung sein. Die Belohnung? Entschuldigung, ich bin erwachsen. Wenn die allgemeine Regel ist, man hält Abstand, dann mache ich das einfach. Ich überfalle ja auch keine alten Omas, bretter nicht mit 150 durch die Innenstadt und pinkel nicht vom Zehner. Weil es die Regeln sind. Dafür muss man mich nicht loben oder eine Belohnung versprechen. Was soll denn das sein? Geht dann der Wieler im Herbst mit uns allen ein Eis essen? So, das sind die Racker, die sich gut benommen haben. 80 Millionen Eis bitte. Was wollt ihr? Im Becher oder im Hörnchen? Was wurde beschlossen? Hier nochmal für Sie die aktuellen Regelungen im Überblick. Die Abstandsregeln, also 1,5 Meter mindestens und so weiter. Das bleibt alles bestehen auf absehbare Zeit. Außerdem Mundschutz für alle. Zur Not auch einer für alle, weil halt doch immer noch zu wenig da sind. Ist das verpflichtend? Schauen wir mal nach. Wir werden also den Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung entsprechender Alltagsmasken, insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkauf, dringend empfehlen. Dringend empfehlen. Also wenn die Typen vom Ordnungsamt einen ohne Maske erwischen, dann sind sie da nicht böse. Sie sind einfach sehr, sehr enttäuscht, dass wir uns nicht an ihre Empfehlung gehalten haben. Was ist mit den Geschäften? Es können Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern aufmachen, allerdings mit Hygienekonzepten. Es muss Hygienekonzepte geben. Und wenn der Laden zu eng ist, also wenn man sich da nicht richtig umziehen kann zum Beispiel, dann kriegt man eben die Hose rausgereicht, ne, zum Anprobieren, wenn Sie da vielleicht mal reinschlüpfen wollen. Friseure können sich auch darauf einstellen, im kommenden Monat wieder öffnen zu dürfen, aber Friseurbetriebe müssen auch Hygienekonzepte anfertigen. Ja, und das heißt natürlich auch beim Friseur Abstand, Abstand, Abstand. Und dann wird es eben die Frisur, die da auf Abstand möglich ist. Ich denke, irgendwann werden wir alle den Haarschnitt haben von Professor Christian Drosten. Nicht zu vergessen Folgendes. Es muss ein Schulbuskonzept da sein. Es muss ein Schulbuskonzept da sein. Denn es ist ja klar, die Schülerinnen und Schüler müssen einzeln einsteigen können in den Bus. Denn die Schule geht ja auch langsam wieder los. Das wurde beschlossen. Zumindest für einen Teil der Schüler geht die Schule wieder los. Die Abschlussklassen sind als erste dran. Ab 4. Mai beginnt die Schule wieder. Das sind ungefähr, ja, knapp 3 Wochen haben wir noch Zeit. Bis dahin soll wirklich alles Menschenmögliche versucht werden, um unfassbare Hygienemaßnahmen zu realisieren, die es an deutschen Schulen bislang nie gab. Also Seife. Schüler sollen außerdem nach bestimmten Regeln unterrichtet werden. Es gibt da mehrere Konzepte. Entweder die Klassen werden geteilt und es gibt jeden zweiten Tag Unterricht. Also einen Tag die eine Gruppe, am anderen Tag die andere Gruppe. Oder aber jeder zweite Platz bleibt in der Klasse frei, damit genügend Abstand da ist. Oder drittens das Modell, das Nordrhein-Westfalen seit 20 Jahren praktiziert.
jede zweite Schulstunde fällt aus. Einige hatten ja auch gefordert, das anders anzugehen, dass man zuerst die jüngeren Schülerinnen und Schüler in die Schule lässt, erstmal die Grundschüler. Vermutlich war das eine Anregung von den Expertinnen und Experten mit Kindern im Grundschulalter. Ich kann es mir nicht anders erklären, denn das wäre nun wirklich Wahnsinn. Ja? Es ist doch klar, was dann passiert. Die halten doch keinen Abstand. Das ist doch wirklich absolut riskant. Ich meine, unser Bundesgesundheitsminister steigt ja auch nicht einfach in einen überfüllten Fahrstuhl. Na gut, er macht's. Aber wenn sich schon Jens Spahn schwer tut mit Abstandsregeln, wie soll das erst in der Grundschule funktionieren? Und die Kita-Eltern, ne, die Eltern von Kita-Kindern müssen deswegen natürlich noch mehr Geduld haben, womöglich sogar bis zum Sommer, denn Kita mit Abstandsregeln ist absolut unvorstellbar. Es werden ja eigentlich nur 2 Spiele erlaubt. Verstecken, aber ohne Suchen. Und meine 5 rechten Plätze sind frei. Massenveranstaltungen wird es auf absehbare Zeit keine geben. Frühestens wieder Anfang September. Also bis dahin kein Fußball, keine Rockkonzerte. Einzige Ausnahme, die Christian-Drosten-Arena-Tour. Und ich vermute, wenn dann irgendwann auch die Theater wieder aufmachen dürfen, das wird noch lange hin sein, aber wenn dann auch die Theater wieder dürfen, dann vermutlich auch erstmal so, dass sich dort noch nicht allzu viele Menschen begegnen. Also heute Romeo, morgen Julia. Die Bundesländer waren sich einig. Das sollte man vielleicht doch auch mal betonen. Die Bundesländer waren sich einig. Nur Bayern ist eine Ausnahme. Wieder mal, Söder gibt den Hardliner, so kennt man ihn ja. In Bayern dauern die Maßnahmen noch länger. In Bayern dauert alles länger. Die Schulen bleiben länger zu. Die Geschäfte bleiben länger geschlossen. Ich wette, wenn die Friseure öffnen, müssen in Bayern auch die Haarschnitte erstmal länger sein als im Rest von Deutschland. Was denken die Bürgerinnen und Bürger über die Lockerung des Lockdowns? Diese Frage kann nur einer ganz präzise beantworten, nämlich unser Extra-3-Statistikexperte Klaas Budenschön. Danke, Christian. Ja, wir haben uns zunächst mit der Kita-Situation beschäftigt. Im Gegensatz zu den Schulen sollen Kitas ja noch mehrere Monate geschlossen bleiben. Wir haben deshalb explizit die Eltern von Kita-Kindern gefragt, was halten Sie von diesem Vorschlag? Und darauf sagten 13%, kein Problem, wir setzen unseren Sohn einfach trotzdem vor der Kita ab, er darf ja nur nicht rein. 24% meinten, ich sehe nur 2 Möglichkeiten. Entweder bringe ich meine Kinder nächste Woche wieder in die Kita oder meine Kinder bringen mich in die Klapse. Und 63% sagten, ach, die Kitas können ruhig noch zubleiben. Max, bitte mal auf dem Papier, nicht auf der Tapete. Meine Frau und ich haben alles im Griff. Sarah, nicht in das Klavier klettern. Wir sind eine wundervolle Familie. Verdammt, wer hat denn jetzt die Katze angezündet? Können Sie vielleicht später noch mal anrufen? Danach haben wir die Bürgerinnen und Bürger ganz allgemein gefragt. Gibt es etwas, das Sie beibehalten wollen, wenn die Corona-Krise überwunden ist? Und darauf sagten 26%, ja, auf jeden Fall. Familienfeste ohne Familie zum Beispiel. 31% meinten, für mich wird sich eh nicht viel ändern. Ich werde weiter in langen Schlangen anstehen, nur eben nicht vor dem Supermarkt, sondern vor dem Arbeitsamt. Und 43% sagten, ich wünsche mir, dass es weiter Türsteher vor den Supermärkten gibt. So hat man als Mutter wenigstens beim Einkaufen das Gefühl, man geht mal wieder in die Disco. Ja. Und zum Schluss haben wir dann die 16 Ministerpräsidenten Deutschlands zu den geplanten Lockerungen befragt. Wir wollten wissen, wie wichtig ist ihnen ein einheitliches Vorgehen der Länder? Und darauf sagten 100% der Ministerpräsidenten, mir ist ein einheitliches Vorgehen sehr wichtig. Und da ich am besten weiß, wie jetzt gehandelt werden muss, sollten es die anderen einfach genauso machen. Ja, und damit zurück zu dir, Christian.